Schwierig. Also, Assassin's Creed Valhalla. Ich hab schon Bock. Ich hab schon Bock. Und ich werde mich nicht spoilern lassen, Leute. Ich werde mich nicht spoilern lassen, aber ich hab schon Bock. Also vor allem so Wikinger und so ein Kram interessiert mich ja sowieso extrem. Ich meine, ich bin so ein kleiner Vikings-Fanboy. Bin eigentlich auch lange Zeit jedes Jahr auf dem Mittelalter-Fantasiespektakulum gewesen. Solche Geschichten, also so Mittelalter-Kram, Wikinger und sowas. Voll mein Ding. Und vielleicht sollten wir gleich mal eben. Moment, ich mach das hier eben noch weg und dann sollten wir vielleicht mal gucken, was wir pennen gehen. Ja, also. Ich glaube, der Assassin's Creed-Teil wird mich schon ziemlich catchen. Und da freue ich mich riesig drauf. Aber das wird dauern, bis ich den spiele, weil, wie gesagt, chronologisch abarbeiten. Ich meine, wie viele Teile sind draußen? Ich habe nicht einen einzigen Let's Played. Wird lange Arbeit. Aber ihr trinkt jetzt erstmal einen Schluck, das werde ich nämlich auch tun. So. Dann machen wir mal weiter. Machen die Decke fertig. Können theoretisch noch dran arbeiten. Aber da werde ich gleich erstmal die Ernte machen. Und danach werden wir mal dran arbeiten, die Ställe fertig zu bauen. Und dann werden wir daran arbeiten, hier die Mauern hochzuziehen. Das ist nämlich auch nicht so unerheblich. Beziehungsweise halt erstmal freizulegen, wo dann theoretisch die Mauern später hin sollen. Das sind ja wieder 1, 2, 3, 4 hoch, wo ich dann hinbauen muss. Ja. Also generell bin ich halt schon ziemlich dran hinterher, wieder auf dem PC auch aufzunehmen, aber derzeit einfach passt es vom Equipment her nicht und so weiter und so fort. Und naja, ich will eigentlich ungern gerade viel Geld darin investieren, wenn ich doch eigentlich auch noch so viele Switch-Games habe, die ich Let's Playen möchte. Ich meine, das sind alleine wenigstens zwei Zelda-Teile. Mario Odyssey läuft gerade, es sind auch beide Syberia-Teile da. Und so weiter und so fort. Ich habe die komplette Doom-Reihe auf der Switch. Also die, vor allem die alten Spiele. Ich glaube, die ersten drei Spiele habe ich auch auf der Switch, die ich Let's Playen möchte. Also es gibt einiges, was ich machen möchte. Dann gibt es ja auch noch die, die Kirby-Spiele und so weiter und so fort. Also, ja, da ist noch Super Mario U Deluxe da, was ich noch Let's Playen möchte. Also da ist einiges noch zu machen. Bevor ich sage, ey, jetzt wird's Zeit für PC. Jetzt habe ich keine Spiele mehr auf der Switch. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich dann wirklich sage, okay, jetzt investiere ich das Geld darin, das Equipment aufzurüsten, um auf dem PC aufzunehmen. Das wird noch dauern. Also ich werde erstmal weiterhin Nintendo Switch Let's Player bleiben und auch Streamer in Zukunft wieder. Ich plane ja wieder wenigstens einmal die Woche zu streamen. Ich möchte es mir aber nicht festlegen. Ich werde es dann regelmäßig hier auf YouTube ankündigen. Dass ich gerade, also dass ich dann und dann streame an der und dem Wochenende, da will ich mich nicht festlegen. Das soll weiterhin eher so ein Zwischendurch-Ding bleiben erstmal, bis ich dann auch die Zeit habe, wirklich wieder regelmäßig zu streamen. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. So, damit haben wir das fertig. Finde ich sehr gut. Also finde ich, ich bin schon so ein bisschen begeistert. Kann man, glaube ich, so sagen. Ich mache mal hier überall so ein bisschen fackelnde Sachen hin. Da fackel ich gar nicht lang. Na, wer hat den Wortwitz schon kommen sehen? Ja, auf dem Boden setze ich mal jetzt keine weiteren. Ach, da vorne habe ich noch ein bisschen Erde an der Decke. Hier noch so ein bisschen Dreck an der Decke. Noch ein bisschen Dreck stecken. So. Und wir haben ein Loch im Thronsaal. Super. Okay, dann werde ich mich jetzt mal um die Ernte kümmern und um die Ställe. Und dann könnten wir mal gucken, ob wir noch weiter im Thronsaal ausbauen. Beziehungsweise ich sollte vielleicht auch mal einen Screenshot davon machen. Ich mach mal von hier so ein, weil das ist so das, was ich definitiv vorhin auch schon fertig hatte. Der Rest ist ja jetzt schon in der letzten Folge passiert. Muss man halt auch immer bedenken, dass das halt auch immer alles passt von dem Screenshot und dem, was in der Folge passiert. Zack, 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 zack.
Okay. Dann werde ich mich jetzt um die Ställe kümmern. Ich werde mich jetzt um die Ernte kümmern. Erst um die Ernte, dann um die Ställe. Und dann gucken wir mal, ob wir noch Zeit für den Thronsaal haben oder ob wir es lassen. Das werde ich dann sehen. Aber erstmal Inventar ausmüllen, weil hier haben wir wieder ein bisschen Dreck. Wir haben hier wieder so ein bisschen hiervon. Wir haben hier wieder so ein bisschen davon. Wir haben hier ein bisschen davon. Und ansonsten haben wir ziemlich viel hiervon. Ups. Okay. Das brauche ich mal da. Und dann brauche ich Zäune. Zäune ohne Ende. Hühnchen ohne Ende haben wir. Schweine haben wir hier schon mal. Okay. Fehlen eigentlich nur noch Kühe, weil Schaf habe ich schon irgendwo gesehen. Gut, ein zweites wäre natürlich auch nicht so uncool. Aber erstmal brauchen wir so oder so hier die Zäune dafür. Nein. So. Ja, genau. So ungefähr. Was brauche ich denn für die Zäune? Okay, jeweils zwei Bretter und Stöckchen. Ergo, ich brauche nochmal ziemlich viele Bretter. Und Stöcker. Dann kann ich mal hier die bauen. So. Ich weiß gar nicht mehr, welche Tiere ich wo reinballern wollte. Das habe ich ein bisschen vergessen, aber ist auch in Ordnung. So. Den hier müsste ich definitiv noch so machen. Da hinten habe ich das alles richtig gemacht. Okay, cool. Nee, den muss ich dann mal wieder einsammeln. Zack, zack, zack. So. So, so, zack, zack. Das dahin. Perfekt. Passt das hier? Ja, passt relativ gut. Den mache ich nochmal eben weg. Dann passt das sogar noch besser. Kommt der hier hin. Und hier müssten wir nochmal rüberziehen. Und dann brauche ich noch mehr von den. Von den Zäunen. Toll. Also von den Zäunen, die fressen ja unglaublich viel Material, ne? Das ist der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Das verrate ich euch. Ach komm, baller einfach alles rein jetzt hier. Ich werde gleich nochmal ganz viel Holz fahren müssen, glaube ich. Befürchte ich. Ja, werde ich auch. Ganz viel Holz fahren. Ja, 7 Baumstämme habe ich da noch. Das ist auch nicht mehr unbedingt die Menge. Zack, 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 zack. Das haben wir. Da oben rennt schon das Schweinchen, was hier gleich rein kann. So. Ah, hier kommt, glaube ich, das Tor rein dann. Tore haben wir genug. Die habe ich aus Versehen vorhin en masse, also vorhin, letzte Aufnahmesession, en masse gemacht. Ja, da auch. Und hier auch, genau. Ja, hallo. Erstmal mit da draufsetzen, dankeschön. Mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein, alles hier. So, die Bäume lasse ich da auch drin. Dahin. 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 Ich weiß gar nicht, womit lockt man Schweine an? Ich glaube mit Karotten, ne? Korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Ich hole mal kurz den einen Zaun da raus. Der fehlt mir wahrscheinlich gleich irgendwo. Weil mir fehlen einiges mehr an Zäunen auch noch. Und
Und bei dem anderen Stall, Moment, hier könnte ich dann auch mal eben fix das machen. Um gleich ein bisschen Kies loszuwerden. Den Weg bis hierhin weiterziehe und hier dann den Dingens reinmache, das Tor. Okay. Da ist unsere schöne Erde, die brauche ich nochmal wieder. Scheinbar kann ich den Zaun nicht, den Dingens dann hier einfach so dran. Wow. Ja. Funktioniert. So. Und jetzt kann er weg. Bei dem Stall habe ich das und hier fehlen noch. Also hier fehlt der Stall noch. Zack, zack, zack. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt genau wo machen wollte jetzt. Okay, so viel Zäune fehlen mir dann scheinbar doch nicht mehr. So viele Zäune sind es dann doch gar nicht mehr, die mir da fehlen. Finde ich gut. Finde ich mal wieder super. So. Hepper. Und schlafen gehen können wir. Mein Gott, mein Gott. Wie die Zeit vergeht, wie die Zeit vergeht. Und ich erinnere euch dran, immer schön trinken. Ihr wisst Bescheid. So, das haben wir. Sonne geht auf und ich brauche mehr Zäune. Ich brauche mehr Zäune, Leute. Oh, das Schwein ist schon direkt da drin, das finde ich gut. Das hat schon Bock, das hat schon richtig Bock, ich sehe das schon. Das ist eins der wenigen Schweine, die sich denken so, yo, jetzt gehe ich dann doch wieder raus. Ich muss mal gucken, welche Tiere ich jetzt genau wo reinballer. So. Das Tor kann ich mal eben aufmachen. Ich muss jetzt eben noch überall Fackeln setzen und dann können wir uns darum kümmern, eventuell ein paar Tiere zu farmen. Also zu fangen, besser gesagt, nicht zu farmen. So. Dann hier eine Fackel hin. Da fackel ich gar nicht lang. Haha. Ich bin heute wieder ganz besonders witzig. So. Und hier natürlich auch. Kies könnte ich gleich nochmal eben holen. Um die drei Wege fertig zu machen. Oder zwei oder wie viele es sind. Ich weiß es gerade nicht. Bei dem einen weiß ich noch gar nicht, wie ich den Weg da wirklich direkt hinmachen möchte. Zack. Fantabelhaft. Wunderknusprig. So, dann mache ich das hier mal eben weg. Hau hier gleich noch Cobblestone rein. Den habe ich ja gerade einstecken. Und hier habe ich doch bestimmt Kies ohne Ende, oder? Genau. Werden wir den Müll auch mal los. Da noch. Genau, zwei Wege waren's. Das Tor kann auf. Und das andere hier vorne mache ich auch schon mal auf. Und dann gilt es jetzt erstmal zu ernten und dann können wir ja mal gucken, welche Tiere sich womit anlocken lassen. Das kann wieder rein. Das hier hin. Das dahin. Ich glaube, Karotten waren es bei den Dingern. Ja, Karotten. Und dann kommt das Schwein auch einfach mal direkt hier rein. So.
Genau, perfekt. Haben wir schon mal ein Schweinchen. Zwei wären mir lieber, dann kann ich sie nämlich wenigstens züchten. Aber das zweite finden wir bestimmt auch noch mal irgendwo. Hühner ist nicht ganz so wichtig. Früher oder später hast du genug Eier, als dass sie sich von selbst vermehren. Also, dass du halt die Eier einfach irgendwo hinschmeißen kannst, um ein zweites rauszukriegen, um sie zu züchten. Also bei Hühnern reicht erstmal eins. Ist halt langwierige Arbeit, aber es reicht. Prinzipiell. Prinzipiell reicht ein Huhn. Zack, zack, zack. So, so, so. Hier einmal schön durchernten wieder. Ihr kennt's, ihr kennt's, ihr kennt's. Ich mache das hier gerade so ein bisschen im Schnellformat. Hoffentlich klappt das. Zack, 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 zack. Ne? Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu besoffen. Ich kann die Spur nicht halten. so, Kartoffeln kommen einiges mehr. Oh, gut, okay, das Kartoffelfeld ist auch ein bisschen größer. Aber Kartoffeln kommen einiges mehr raus. Kartoffeln ist auch eine super, finde ich, ist eine super Grundnahrung. Gebackene Kartoffeln, nichts Besseres hier. Ey. So, 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 so. Zack, zack, zack. So. Einmal hier durchflügen. Kürbisse ernte ich auch, aber da muss ich zum Glück nicht nachpflanzen. Das ist das Schöne bei Kürbissen. Die Pflanze selber bleibt ja bestehen. Zack, 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 zack. Und bei Kürbissen kann man eigentlich ziemlich schnell mal mit der Axt einmal durchrennen. Das ist immer ganz flott getan. So. Mein Gott, ey, die Stunde ist auch schon wieder voll. Ey, meine Güte. Die Ernte mache ich aber trotzdem hier noch zu Ende. Da hinten ist noch ein Schaf. Die Ernte mache ich noch zu Ende. Einsortieren tue ich dann in der nächsten Folge wahrscheinlich. Denke ich zumindest. Auf die Uhr gucke, ja doch. Einsortieren mache ich dann in der nächsten Folge. Ich könnte gleich höchstens nochmal versuchen, mit dem Weizen irgendwo ein Schaf zu ergattern. Ein Schaf abzuschleppen. Scharfes Schaf. So. Wären wir damit fertig. Oder ein zweites Schwein, wenn wir irgendwo eins finden. Da hinten war doch, meine ich, beim letzten Mal Schwein oder Schaf. Schwein war jetzt mit Karotte, ne? Richtig? Richtig. Okay. Schauen wir mal, vielleicht lässt sich irgendwo eins anlocken. Schweini, 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 Schweini. Ein zweites wäre halt schon ganz geil. Finde ich, persönlich. Dann können die Schweine nämlich Schweinereien machen. So, dass ich ein paar mehr Schweine kriege. Hier scheint aber nirgendwo eins zu sein. Hier vielleicht? Wer weiß, wie weit das Schwein weggelaufen ist. Hallo, ein Schwein. Ich habe hier oben, glaube ich, noch gar nicht geguckt, ne? Wo es hier überhaupt hingeht und wie und was und wieso vor allem. Ne, ich sehe hier kein Schwein. Schade, schade, Schokolade. Aber gut, ich werde mich dann ins Haus stellen. Und ich werde definitiv gleich noch pennen gehen. Nach der Abmod, damit ich beim nächsten Mal bei einem neuen Tag starte, das würde mich definitiv freuen. Und ihr trinkt während der Abmod schön was, damit ich euch nicht daran erinnern muss.
So, machen wir hier einfach mal die Abbaut und ich würde sagen, wir sehen uns hier das nächste Mal wieder, wenn ihr möchtet. Gerne Tipps, Tricks und sonstiges ab in die Kommentare. Was wollt ihr für Themen haben, worüber ich quatschen soll? Gerne mit ein bisschen ausgeschmückter, damit ich weiß, worauf ich genau eingehen soll für euch. Irgendwas, was ich bauen soll, gerne ab in die Kommentare. Damit könnt ihr euch im Let's Play verewigen, weil Fragen blende ich unter anderem im Let's Play ein. Genau wie den Wunsch von dem Gebäude, was ich bauen soll. Und das Gebäude kriegt euren Namen. Und ansonsten Videobeschreibung abchecken, dort findet ihr alle wichtigen Links. Ihr kennt das Spielchen, Videos bewerten und kommentieren. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer NicoTube. Cheerio!